Da sind wir wieder bei Dragon Quest Builders 2. Ihr wisst, ich suche Tomaten. Ihr wisst, ich bin am Verzweifeln, weil ich diese Quest nicht abschließen kann. Und ich weiß auch nicht, was ich machen soll. Er sagt immer das Gleiche, dass ich diese Tomatensamen sammeln soll und, wir haben ja noch einen Tomatensamen drin. Haben 8 Stück in der Tasche. Das heißt also, wir haben 9 Stück. Haben hier einiges an Tomaten gepflanzt. Und trotz alledem haben wir nicht genügend Tomaten. Ich würde gerne die Tomatensamen hiervon haben, wenn die zählen würden, aber das machen sie auch nicht. So, da ich aber gerne ein bisschen was vorproduzieren möchte, beziehungsweise hier auch ein bisschen was erreichen möchte, habe ich mir gesagt, gut, ich muss jetzt hier etwas anderes finden, was ich mit euch machen kann, bis ich irgendwann mal hier eine Lösung habe. Und dachte mir, dann baue ich halt ein bisschen meine Farm aus. Und das mache ich jetzt auch mal. So. Werd wieder gedrückt. Jetzt habe ich es langsam raus. So. Ja, ist mir egal. Wir wollen das ja hier ausbauen. Und dafür brauchen wir ja hier entsprechend Inventar-Sachen. Achso. Jetzt weiß ich, warum ich nichts gesehen habe beim letzten Mal. Hm. Ja, ihr seht, viel ist da nicht. Leider. Aber gut, was soll man machen? Was ich aber machen kann, ist hier alles ausbauen. Und sagen, Leute, hier, ihr kriegt noch mal ein paar Samen. Um gegebenenfalls hier ein bisschen was zu pflanzen. Ach, die packen immer alles irgendwo in irgendeine Kiste rein. Das ist doch so ätzend. Und ja, ich weiß, ich manage mich hier zu Tode, aber ich mag das halt, ne? Das darf man jetzt auch nicht vergessen. Das sieht ein bisschen komisch aus, liebe Leute. Jetzt bin ich gerade am Überlegen. Soll ich das jetzt hier hochbauen oder nicht? Eigentlich ja, ne? Eigentlich wollte ich ja hier hoch, ne? Machen wir das mal. Bauen wir hier mal ein bisschen hoch. Damit das hier ein bisschen schöner aussieht. Zack. Ich bin gerade nur am Überlegen, bis wohin ich gehe. Ich glaube, das mache ich dann so. Dass ich da dann so einen kleinen Weg hoch mache. Glaube ich dann auch schöner aus. Ah, das sieht doch schon gut aus hier. Ah, wo kriege ich jetzt die Tomatensamen her? Das wurmt mich sowas von, das glaubt ihr gar nicht, ne? Mit Wilfried könnte ich jetzt auch noch wieder was machen. Könnte ich hier ein paar Samen herstellen. 3 Stück an der Zahl. Machen wir mal. Das bringt mich halt auch, wie gesagt, nicht so viel weiter. Ich kann dann hier sagen. Zack. Mach das mal alles grün. Und dann sieht es auch gleich grüner aus. Mich richtig schön. Komm, gehen wir mal so. Eins. Zwei.
3. Ich weiß nicht, ob er das mitzählt, aber... Nee, das zählt er nicht mit. Oh. Ich wollte gerade sagen, habe ich das jetzt verloren? Warum? Warum hat er das Feld jetzt nicht gemacht? Er will mich doch verarschen, oder? Dann platzieren wir es dahin. Macht er jetzt die andere Erde auch, oder nicht? Oder weil es ein Feld ist nicht? Ach, das müsste man mir mal sagen, dass er das dann nicht macht. Dann ist es ja einfacher, das so zu machen. Ach, da macht das? Boah, das ist ja Beschiss. Das ist ja Beschiss. Wilfried selber wühlt es nicht um, aber... Das Spiel sagt, wenn der Troplay das macht, dann wühle ich das mal um. So. Jetzt stelle ich mir gerade die Frage, was passiert, wenn ich das hier mache. Oh, nice. Okay. Gut, das kostet mich jetzt hier extrem viele Samen. Weil ich das jetzt gerade so mache. Ich wüsste jetzt auch nicht, wie ich das anders machen sollte, da ich das halt, ne, auch gut aussehen soll. Aber das sieht schön aus. Das sieht richtig, richtig schön aus. Und hier kann ich das Ganze dann auch nochmal machen. Mit dem Wilfried. Dann wechsel das hier mal ganz kurz ein bisschen um. Schön. Ja, guckt euch das mal an. Sieht das nicht wunderschön aus? Ah! Könnte ich mich glatt selbst für loben. Ja, jetzt haben wir fast alles... Fast alles grün, sehe ich gerade. Hier sind halt noch Punkte, die nicht grün sind. Aber selbst dann immer noch keine Tomatensamen. So, jetzt stellen die sich wieder alle an. Und jetzt können wir noch dieses von den Ratten platzieren. Ich weiß zwar nicht, was mir das bringt, außer wahrscheinlich eine Aufwertung in gewissen Maßen. Ist halt doof, da will ich das nicht hinhaben. Soll ein Symbol der Freundschaft sein. Nur wo? Dann machen wir es doch hier hin. Schreibe eine Nachricht. Wenn mal jemand vorbeikommt, kann ich dann schreiben. Oh, hallo, schön, dass du da warst. Hast du zufälligerweise Tomatensamen? Hm. Kann ich hier oben noch eine Truhe hinpacken, dass es ein bisschen optisch schöner aussieht. So, dann sieht das auch schön aus. Finde bitte ein paar Tomatensamen. Ja, was meinst du wohl, was ich vorhabe? Vollidiot, ey. Hm. Also, wir brauchen irgendwo noch Tomatensamen. Ein Troplay, der am Verzweifeln ist. Ist ein guter Troplay, habe ich mal gehört. Da finde ich auch nichts, ne? Ich kann halt meinen Helden immer weiter ausrüsten, aber es bringt mich auch noch nicht so weit. Nein, ich wollte nicht mit dir quatschen. Ich wollte wieder platt machen. Ja, die können natürlich auch sowas wie Tomatensamen fallen lassen, aber warum glaube ich da nicht dran? So. Der Baum hat mich gestört wegen dem Weg, weil ich möchte gerne sehen, wenn ich hier mal lang gehe, wo ist der Baum oder beziehungsweise wo ist das alles?
So. Okay, wo bekomme ich jetzt Tomaten her? Da oben war ich noch nicht. Gehen wir einfach mal hoch und gucken mal, was wir hier haben. Aber nein, hier ist auch nichts. Okay. Schön, dass wir darüber gesprochen haben. Ich kann mich jetzt natürlich in diesen Berg reinbauen. Das sind halt so nur noch die einzigen Lösungsansätze, die ich da habe. Oder halt diesen einen Boss da besiegen, an den ich mich nicht rantraue. Den hier unten. Diesen Centipede oder was das da ist. Der ist am Hungern. Ah, komm. Ja, komm, mach deinen Sturm nochmal. Und wieder nichts. Ich kotze. So, dann Inventar. Ein besonders starkes Monster. Ernsthaft? Boah. Machen wir also alles über Fernattacken. Machen wir es halt so. So kriegen wir, glaube ich, ein bisschen schneller weg. Wow. Komm her, komm. Komm, wir müssen den Feuerplatz kriegen. Nein. Oh nein. Ein bisschen was essen. Boah, geschafft. Ich lerne eine neue Anleitung. Angriff kann plus 20. Ja, das ist schlecht, okay. Angriff plus 20, das ist natürlich dann auch wieder etwas, was mir sehr viel weiterhelfen kann. Aber immer noch nicht eine Tomate ist. Ich hoffe, der erholt sich ein bisschen. So, wo haben wir denn das jetzt? Das ist die Waffe. Angriff plus, ja. Das ist jetzt halt gerade so ein bisschen, ne? Aber kann ich jetzt ein paar Mal herstellen und dann kann ich das Ding einem lieben, netten Kollegen hier geben. Da haben wir sie. Ausrüsten. Ich will nur ihr Steinschwert haben. Okay. Und du willst gar nichts.
Will hier keiner irgendwie etwas, ne, so wie eine Waffe haben oder so? Nee, ne? Er hier vielleicht? Nee, keiner von denen will die Waffe haben. Gibt's da nicht. Die will keiner. Da plötzlich ist halt wieder so viele gebaut und keiner braucht die. Na super. Geil. Top, muss ich sagen. Da unten war die Krabbe. Wie komme ich da jetzt am schnellsten? Ich glaube darüber. Ah, müssen wir jetzt die Krabbe machen als nächstes. So, wir laufen, laufen, laufen. Achso, halt, ich bin gerade dran vorbeigelaufen. So. Das ist sogar noch eine Nadel, ey. Oh, Truppe, er schlägt ein. Ich hab ihn doch jetzt vergiftet, oder? Ah, oh, und der droppt auch nur das. Ja, es ist 45 Schaden macht, dann ist das natürlich besser. Vielleicht lerne ich jetzt eine neue Waffe. Ja, komm. Neue Waffe? Neue Waffe? Für mich oder für Malrod? Abwehr, Topfdeckel, na super. Ja, ich weiß nicht. Also ich finde das da irgendwie besser. Ja, müssen wir halt mal gucken, ob wir jetzt diese blöde Krabbe da platt kriegen. Ich sag, was anderes fällt mir gerade nicht ein. Also ich stehe gerade hier echt sowas von derbe auf den Schlauch. Ach, komm schon. Jedenfalls gibt es hier ein paar Krabben. Dann müssen wir erst die platt machen. Ja, was ist, hä? Wieso greifst du den an, wenn er... Hä? Nee, nee. So, schnell was essen. Ah, jetzt kommen schon wieder Krabben hier. Wow. Das kommt mir wie so ein typischer Bossfight von World of Warcraft vor. Mach erstmal alle platt und dann, na komm. Aber gut. Der sabbert nur und freut sich wie sonst was. Der Unterschied ist, dass man hier viel essen kann. Was man bei World of Warcraft nicht kann. So, komm, weg jetzt mit dir. Komm, mach mal noch platt.
Tomaten, Tomaten. Nein, wieder keine Tomaten, Mann. Hm. Schildkrötenpanzer, Herr der Schildkröten. Mensch, lass dich doch mal grüßen. Okay, also jetzt haben wir auch hier eigentlich alle Bosse erledigt. Die ist hier... Da könnte doch noch irgendwas sein, oder? Da war ja eigentlich nur die Aufgabe, da ging es ja nicht weiter, oder geht es da doch weiter? Genauso hier, hier ist... Hm. Moment. Ah ne, da ist diese Stelle, wo wir waren. Habe ich das da schon gemacht? Nee, das habe ich nämlich noch nicht gemacht, weil hier ist nämlich das weg und da ist es noch. Vielleicht finde ich da Tomatensamen. Vielleicht finde ich da Tomatensamen. Das ist die Lösung. So, wir gucken. So. Dann klappen wir uns da mal durch. Denn die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich gebe ja nicht auf, ne? Das wisst ihr. Dann wäre ich nicht ja Troplay. Weil was soll ich sonst machen? Ich kann jetzt Let's Play kaum beenden und sagen, gut Leute, bis hierhin und dann nicht weiter und tschüss und habt einen schönen Tag und alles drum und dran. Aber hier ist es nicht. Das heißt, es muss weiter oben sein. Irgendwie muss ich hier hochkommen. Hier komme ich hoch. Hier hoch, hier hoch, hier hoch. Da oben ist wirklich noch ein Rätsel. Das habe ich noch nicht gemacht. So, das habe ich doch schon gemacht. Da ist da scheinbar noch eins drunter? Nee. Nee, es ist erledigt. Doch nicht, die verschwinden doch eigentlich immer alle, oder? Wir gucken mal ganz kurz. Ist das Rätsel hier oben noch da? Das ist auch weg. Da muss also... Da muss noch was sein hier. Das gibt's nicht. Da muss irgendwo was sein. Geht gar nicht anders. Wie gesagt, also wenn ihr eine Lösung habt für das ganze Dilemma, immer her damit. Der Truppe ist ja immer sehr offen. Gibt's doch nicht, hier muss doch irgendwo was sein. So. Ja gut, ich weiß nicht, ob das wirklich schneller ist, aber doch, es ist schneller. Aha. Da haben wir doch was. Achso, da war mein Gang von vorhin. Na ja, super. Machen wir mal alles weg. Vielleicht da hinten von der Maus noch was. Ach, schade. Ich kann ihm auch nichts zu essen geben, ne? Ich kann nur selber was essen.
konnten aber auch nicht nachts mal andere Sachen droppen oder so, ne? Komm mal erstmal runter. Ne. Abstand nehmen, weil. Genau. Was? Die Schnecken können springen? Seit wann können Schnecken springen? Egal. Ich hatte nur Erfahrungspunkte, aber ich auch doch. Moment, hier sind grüne Krabben, hier sind rote Krabben. So. Mm. Es gibt nur Krabben hier. Und ich will. Toll, die droppen Fisch. Ernsthaft, die droppen nur Fisch. Hm. Da unten war ich auch schon, hab das Geheimnis entdeckt. Ach, Mann, ey, Leute, es ist doch zum Mäusemelken. Das gibt's nicht. Das ist natürlich auch wieder ärgerlich. Das wieder nicht reicht, aber egal. Bald haben wir es fertig. Bald. Ja, es ist Nacht. Ich habe immer noch keine Tomaten und keine Ahnung, wie sich das Square Enix vorstellt, wenn man das vorher alles schon macht. Ich glaube, das haben die gar nicht bedacht. Jetzt sollte ich da mal ins Forum schreiben oder so. Das ist echt doof. Das ist echt mega doof. Das ist noch dümmer. Das, Ole, ole. Alle schlafen sie, nur der Truppler nicht, weil der Truppler hat kein Bett. Ah, da, 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 da. Dann muss ich mir mal ein Bett machen eben. So. Da haben wir das Bett. Dum, da, da, dum, dum. Warte mal, wenn er jetzt... Komm her. Wo bist du? Wo ist er hin? Ja. Melrot! Ja, der Truppler, der liegt jetzt gerade nicht im Bett. Dann lege ich mich mal schnell hin. Na. Du hast jetzt einen schönen Tomatensamen für mich. Gib mir einen Tomatensamen, bitte. Ein Tomatensamen. So. Bitte, Melrot. Jetzt können wir schlafen. Ich bedanke mich ganz herzlich. Bis zum nächsten Mal. Und ich bin euer Trautrein. Tschüss.